Sie sehen den berühmten Originalen zum Verwechseln ähnlich und verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Doch um als Doppelgänger erfolgreich zu sein, muss das Double so einige Kriterien erfüllen. Es gibt gewisse Merkmale, die sind wirklich ident, wenn man uns übereinander schiebt, ne, als Bild. Die sind wirklich gleich und das ist vor allem der Augenbereich. Sein Vorbild ist ein Superstar aus Österreich. Wie der möchte dieses Double aus der sächsischen Provinz auch als Musiker berühmt werden. Lampenfieber inklusive. Natürlich ist die Anspannung schon da. Man hat es immer so ein Kribbeln im Bauch. Wenn ein Promi stirbt, enden meist auch die Karrieren seiner Doppelgänger. Doch es gibt Ausnahmen. Bud Spencer ist tot. Sein deutsches Double startet jetzt erst richtig durch. Obwohl ich mit ihm nicht verwandt war, nicht, sondern nur ihn verkörpert, es war wie Vater. Im Filmpark Babelsberg in Potsdam sind heute die Gesichter der ganz großen Stars zu Gast. Hinter den Kulissen verwandelt sich Michael Reich in Piratenkapitän Jack Sparrow. Sein Doppelgängerkollege Martin Langanke kommt in Zivil. Der 50-jährige Schweizer galt bei Bekannten und Freunden schon immer als gut aussehend und charismatisch. Dass er inzwischen auf der Straße oft für einen knallharten Agenten gehalten wird, hat er vor allem seiner Ähnlichkeit mit dem Briten Daniel Craig zu verdanken, der als James Bond Millionen in die Kinos lockt. 2006 war ja der Start mit Daniel Craig in seinem ersten James Bond Film. Und da sind dann die Freunde von mir aus dem Arbeitsbereich natürlich zu mir gekommen und gesagt, hey Martin, du siehst aus wie der Daniel Craig. Und für mich war das kein Bekannter, also ich kannte ihn nicht. James Bond-Reihe für mich selber war auch nicht so eine hohe Affinität, außer mal so aus dem Kindheitsbereich raus. Ja. Und so habe ich das auch gar nicht richtig wahrgenommen, oder? Und das irgendwie ad acta gelegt. Ne. Gemietet wurde der berühmte Filmpark in Potsdam-Babelsberg heute von einem großen Mobilfunkanbieter. Gefeiert wird ein Jubiläum und gekommen sind die Mitarbeiter aus ganz Deutschland. Denen soll durch die Doppelgängerauftritte der amerikanischen Filmgrößen ein Hauch von Hollywood geboten werden. Die Idee kommt an. Den Angestellten scheint egal, ob vor ihnen Original oder ein Double steht. Ich hab's ja kaum glauben können, als ich hier Johnny Depp live neben mir stehen habe sehen. Das ist ja, also kann ja nicht besser sein als im Original quasi. Und für meine Kinder habe ich ein Foto mit ihm gemacht, was ich denen gleich mal schicken werde. Die werden staunen. Das sieht ihm ja auch so ähnlich. Ne? Also man könnte fast denken, er ist echt. Er ist echt. Er ist echt. Wollen wir anfassen? Ja, echt, ja. Auf der Straße wird auch Martin Langanke häufig mit seinem prominenten Doppelgänger Daniel Craig verwechselt. Laut Forschern müssen 8 Merkmale übereinstimmen, um als Doppelgänger durchzugehen. Es gibt gewisse Merkmale, die sind wirklich ident, wenn man uns übereinander schiebt, ne, als Bild. Die sind wirklich gleich und das ist vor allem der Augenbereich. Ja, der ist sehr, sehr dominant ist, also gleich ist. Ansonsten, klar, Mimik, Bewegung sind mir auch ziemlich ähnlich. Das haben sie auch gesagt, also ich laufe gleich wie er. So ganz, da haben sie mich beobachtet und gesagt, das ist ja unglaublich. Ja. Je größer die Ähnlichkeit des Doppelgängers mit dem Star, desto größer auch der Erfolg. Während der Londoner Parvis Gozzi und James Bond Martin Langanke sich bei heißen Temperaturen erfrischen, werden sie von den Gästen der Betriebsfeier ausgiebig gemustert und einer Bewertung unterzogen. Oh Mann, 1:1, es ist erstaunlich. Sogar wenn er sein Eis isst, ist es absolut natürlich. Die Vorteile ihres Aussehens liegen für die beiden Männer auf der Hand. Wenn du aussiehst wie George Clooney und James Bond, bekommst du Eis ohne anzustehen. Lecker, sehr gut. Im Hauptberuf ist Parvis Gozzi Gastronom. Doch der gebürtige Iraner verkörpert auch den Schwarm weiblicher Kinofans. George Clooney. Als Doppelgänger fühlt er sich dem Hollywood-Star schon lange verbunden. Der Doppelgängerjob begann vor etwa 10 Jahren. Eine Agentur kam auf mich zu und fragte, ob ich mit ihnen arbeiten will.
Ich fragte, was das sein sollte, und sie sagten, hey, du siehst aus wie George Clooney. Ich war damals jünger und hatte weniger graue Haare. Ich sagte, okay, lass uns bei einem Kaffee drüber sprechen. Nach ein paar Wochen schickten sie mich zu meinem ersten Job. Es war eine Privatparty. Ich mochte es. Party machen, neue Leute kennenlernen. Hauptberuflich betreibt der in London lebende Kaufmann eine Pizzakette. Seine Termine als George Clooney spülen zusätzliches Geld in die Haushaltskasse. Wir filmen für Channel 4 in England bei Madame Tussauds, wo diese Wachsfiguren ausgestellt sind. Sie nahmen Georges Wachsfigur raus und stellten mich dorthin. Sie gaben mir eine Sonnenbrille und ich stand auf seinem Platz. Und ihr wisst, die Leute kommen rein und machen Fotos. Da war dann ein Mann, der etwas näher kam. Und meine Ärmel waren hochgerutscht. Er kam und sagte, oh mein Gott, sogar seine Haare sehen echt aus. Und dann bewegte ich mich. Er hat sich so erschrocken. Er hat fast einen Herzanfall bekommen. Und alle, es waren so 200-300 Leute, haben angefangen zu lachen. Das war sehr schön. 8 Uhr morgens am Hauptbahnhof in Nürnberg. Die mittelfränkische Metropole glänzt heute mit dem Gesicht eines Weltstars. Klaus Löffler, Doppelgänger des jüngst verstorbenen italienischen Schauspielers Bud Spencer, soll hier auf einer Automobilmesse auftreten. Wegen seiner verblüffenden Ähnlichkeit mit der Kinolegende hat der 63-Jährige inzwischen selbst eine gewisse Berühmtheit erlangt. Mittlerweile arbeitet er hauptberuflich als Double. Nur sein Dialekt entlarvt den Heidelberger. Ich bin froh, wenn der, der mich bucht, auch durch mich einen Erfolg vorweisen kann. Ja. Und ich bin ja heute und morgen da. Ja, und es haben sich viele Freunde schon angemeldet. Jetzt schauen wir mal, was es gibt heute. Seit mehr als 20 Jahren tourt Löffler als Double von Bud Spencer durch Europa. Gebucht wird er für Auftritte in Film und Fernsehen, auf Hochzeiten und Betriebsfeiern. Seit Bud Spencer im Juni 2016 starb, kann sich sein deutscher Doppelgänger vor Anfragen kaum retten. Heute soll der Baden-Württemberger auf einer Automesse das Publikum begeistern. Man kennt sich bereits. Guten Morgen, Chef. Servus. Klaus, grüß dich. Alles klar? Alles klar. Gut. Okay. Letzte Anweisungen vor dem großen Auftritt. Es ist der Held der Jugend. Also ich meine, mein erster Kinofilm, ich habe es auch mit Klaus drüber gehabt. Ich meine, ich war mit meinem Vater mit 8 Jahren im Kino und es war ein Bud Spencer und Terence Hill Film. Ein typisches Bud Spencer Outfit ist Voraussetzung für die meisten Jobs, die Löffler übers Jahr bekommt. Die Fäuste lässt er dabei, anders als sein berühmtes Vorbild, meist nicht fliegen. Umgezogen, super. Alles klar, passt. Was machen wir denn heute? Naja, wir machen dann mit den Mädels das Popcorn. Ja. Also schmeißen die Popcornmaschine an. Ja. Mhm. Und am besten du hier so am Tresen. Ja. Und die Mädels verteilen dann auch Flyer. Flyer, Popcorn, genau. Mhm. Mit dem Popcorn dazu. Ja. Du machst halt ein bisschen Smalltalk mit den Leuten oder so. Mach ich. Oder? Okay, prima. Passt. Löfflers Auftraggeber vertreibt Buggies. Die Konkurrenz auf der Retromesse ist groß. Doch Aussteller Jörg Braun hat seinen Mitbewerbern etwas voraus. Einen Megastar der 70er und 80er Jahre. Klaus habe ich engagiert, weil wir jetzt bei uns den neuen Buggy, diesen Retro-Buggy aufgelegt haben. Also da ist heute eigentlich Premiere. Und durch dem, dass das vom Design her genau in diese 70er-Schiene reingeht, was natürlich auch in diesen Filmen mit Zwei wie Pech und Schwefel, Bud Spencer, Terence Hill, war das für uns wichtig, dass wir dann irgendwo auf dem Messestand auch mal richtig Action machen etc. Und da haben wir dann Klaus dafür engagiert. Der packt auf Wunsch auch mal beherzt zu. Im Mittelpunkt steht der gelernte Gärtner Klaus Löffler gern, doch immer auf Augenhöhe mit den Fans. Ich gehe als Klaus Löffler auf den Auftritt, ziehe mich um und bin dann Bud Spencer, wie jetzt. Und wenn er fertig ist, ziehe ich mich wieder um und dann bin ich wieder Klaus Löffler. So kriegt man auch gar nicht Sparallüre. Ganz wichtig ist nicht so. Und auf dem Boden bleiben. Das Rezept zum Erfolg. Filderstadt bei Stuttgart. Austragungsort der Goldenen Künstlergala. Kevin Muschinski ist schon seit Stunden unterwegs. Der Senftenberger soll heute ausgezeichnet werden. Seit einem Jahr tourt er durch die kleinen und großen Konzerthallen der Republik. Als Double des Sängers Andreas Gabalier.
Es war ein Karaoke-Abend an der Ostsee mit ein paar wirklich guten Freunden. Und da haben wir ja Zufallsgenerator so ein Nachsingspiel gespielt. Und ja, da kam es zufälligerweise Andreas Gabalier. Und ich habe es damit Ich sing ein Lied für dich gesungen. Und da sagt ein Freund zu mir: Mensch, das hört sich ganz gut an. Du schaust das noch so ein bisschen aus wie er. Kommst du mal nächste Woche zu mir zum Geburtstag meiner Mama und da feiern wir. Und da bringst du drei Titel mit und da machst du das in Lederhose und Hemd. Und da habe ich gesagt: Na, freilich. Was als Spaß begann, hat sich mittlerweile zu einem echten Business entwickelt. Schon heute ist der Sachse für die nächsten anderthalb Jahre ausgebucht. Obwohl Kevin erst seit einem Jahr regelmäßig auf der Bühne steht, wirken seine Auftritte professionell. Das gilt für die abendliche Show genauso wie für den Soundcheck am Nachmittag. Gibst du mir die 2? Mikro 2. Da geh mir die 1. So eine 1. 1, ich brauch die 2. Das ist Schritt 2. 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir das Mikrofon auch in der Hand. So passt es. Hori, 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 hori. Hori, 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 hori. Hori, 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 hori. Hori, hori, hori. Georg Dull ist Erfinder und Veranstalter der Goldenen Künstlergala. Bereits seit 29 Jahren sucht der Verleger eines Musikmagazins nach zugkräftigen Künstlern für seine abendfüllende Show. Die Künstler werden ausgesucht nach Popularität, nach Leistung und nach Beliebtheitsgrad. Okay, also, sie müssen im Prinzip das Level haben, um zur Künstlergala eingeladen zu werden. Und wir haben manchmal auch Newcomer da, die wirklich gut sind, denen wir helfen wollen, wieder ein bisschen mehr nach oben zu kommen. Machst du das lauter hier oben bitte? Ich mag Schlager, ich mag die Musikbranche. Ich höre es auch privat ganz gern. Was am Ende daraus wird, weiß ich jetzt heute auch noch nicht. Also, ob ich dann vielleicht irgendwann meine eigene Karriere starte, das, wie gesagt, steht noch in den Sternen. Das lasse ich dann auf mich zukommen. Natürlich wäre es schön, wenn das irgendwann mal vielleicht sogar meinen Lebensinhalt bestimmt und man vielleicht so ein Leben eventuell ja, vielleicht forcieren könnte. Sie sind schon lange im Business. Der Rudel-Singsang beobachtet Kevin mit wohlwollendem Interesse. Ich sehe ihn das erste Mal heute, also erst mal gehört vorhin bei den Proben. Ist schon relativ verblüffend, muss man schon sagen. Ne? Ich glaube, der macht das auch wirklich gut. Also ich habe auch bei den Proben zugehört, das war schon wirklich richtig gut. Auch mit Sinn und Verstand nachgemacht irgendwie. Nicht nur einfach nur mal hinstellen, könnte man ja auch mal bei dem Gabalier, da wackelt man halt so ein bisschen rum und gut ist es. Ne? Aber er hat sich, glaube ich, mit der Stimme auch wirklich auseinandergesetzt und wirklich auf den Punkt versucht, das hinzukriegen. Inzwischen ist der Verwaltungsfachangestellte fast jedes Wochenende mit seiner Andreas Gabalier-Show unterwegs. Und das europaweit. Seinen berühmten Doppelgänger hat er trotzdem bis heute noch nicht kennenlernen dürfen. Doch Kevin ist Optimist. Und er weiß auch schon, was er den Österreicher gerne fragen möchte. Ich kenne ihn als Musiker, wie man ihn halt kennt. Aber so einen persönlichen Kontakt, das Private, das gab es noch nicht. Das ist vielleicht mal ein Wunsch und ein Ziel von mir, ihn irgendwann mal kennenzulernen, privat mal mit ihm ein bisschen Smalltalk zu betreiben und vielleicht auch mal zu erfahren, was er über seine Doubles denkt, ob er das gut heißt oder ob er das eher als Dorn im Auge sieht. Und ja, das ist, glaube ich, mal so eine ganz, ganz nette und interessante Geschichte, ja. Der zielstrebige 23-Jährige verliert trotz der Versuchungen des Showbiz nicht den Blick fürs Wesentliche. Neben seinem 40-Stunden-Job im öffentlichen Dienst hat er inzwischen auch ein Studium zum Verwaltungsfachwirt begonnen. Bei so viel Arbeit, Verpflichtungen und Auftritten ist es nicht leicht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Das Wichtigste ist eine genaue Zeiteinteilung. Der Rest erledigt sich dann fast wie von selbst. Es ist zwar alles noch so im Rahmen des Erlaubten, aber ich glaube, das passt schon so weit. Aber natürlich gibt es die eine oder andere böse Zunge, die das nicht für gut heißt und mir vielleicht auch nicht wünscht. Aber das sind dann auch wahrscheinlich keine richtigen Freunde. Und die, die noch dabei sind und zur Stange halten, ich glaube, auf die kann man sich auch in schweren Situationen verlassen. Die Doppelgänger, die heute in Babelsberg auftreten, werden bei der Agentur Doubles & More gebucht.
Das Unternehmen ist eines von zwei großen in Deutschland, die sich auf die Vermittlung von Doubles spezialisiert haben. Immer, weiß ich noch. Ja, wunderbar. Und jetzt aber mal die Ausweise vorzeigen, damit wir hier bei Norton noch einen Vertrag machen. Ja. Kommen Sie, die können wir auch schon auspacken. George Clooney tut auch so. Du machst doch eigentlich Werbung eher für Kaffee. Gestern noch bei Gravity und heute schon hier. Schon sehr, sehr gerne. That's great, ne? Auch wenn die Künstler sehr entspannt wirken, vor ihnen liegt heute ein straffes Programm. 15 Minuten habt ihr Zeit, um die Leute noch ein bisschen weiter nach vorne zu locken. Um 7.27 Uhr werden dann die Türen geöffnet. Dann stellt ihr euch einfach dort an den Türen auf, begrüßt die Leute und macht noch ein paar Fotos und sowas. Und dann nochmal um 19 Uhr. Genau, das sind 40 Minuten, da kannst du nicht dafür. So, dann. Also, ist alles klar bei dir, oder? Alle hier, 5 vor 5. Okay. Better is when you come 5 minutes before. Es ist auch erstaunlich zu sehen, wie das angenommen wird. Also sie kommen doch sehr, sehr gut an und machen ihren Job auch wirklich sehr authentisch. Für die Vorortbetreuung der Künstler ist Agenturchef Jürgen Tebbe zuständig. Der Rheinländer begleitet nahezu jeden Auftritt seiner Doubles persönlich. Eine Maßnahme zur Qualitätssicherung. Es reicht nicht, wenn ein Doppelgänger nur so ein bisschen aussieht. Da muss auch ein bisschen dann die Person spielen. Man muss also schauspielerische Tätigkeiten haben. Meist sorgt Familienvater Martin Langanke allein mit seiner bloßen Anwesenheit für Aufregung. So auch beim Statistencasting zum James-Bond-Film Ein Quantum Trost, an dem er mit hunderten anderen teilnahm. Sag getan, hingefahren, ausgestiegen und ja, das war dann ziemlich Action. Ne? Die wollten sofort alle Fotos machen und dachten zum Teil schon, ich sei der Daniel Craig, weil sie wahrscheinlich ihn auch selber nicht so viel gesehen haben. Dann bin ich da so in die Reihe reingestanden, wo die ganzen Statisten standen, wo sie dann gebrieft wurden. Das war natürlich ein riesen Problem. Da ist dann der Sicherheitsbereich ist da völlig außer Kontrolle geraten, weil sie nicht genau wussten, was macht der jetzt genau da in der Reihe drin, was macht Daniel hier. Die Doppelgänger, die bei der Babelsberger Betriebsfeier die Gäste animieren, gehören zu den Stars ihrer Branche. Zwar bieten sich weltweit tausende Menschen als Doubles an, tatsächlich gebucht werden im Jahr aber nur einige hundert. Und die immer wieder. Auch das in Barcelona geborene Model Lina Sanz zählt dazu. Seit den 90er Jahren ist sie die spanische Angelina Jolie. Wenn ich in einen Laden ging, machten die Verkäufer den Laden zu, weil sie dachten, ich sei Angelina. Solche Erfahrungen habe ich immer wieder gemacht. Aber ich wollte kein Double sein. Ich wollte ja Schauspielerin werden. Aber als ich dann in London Schauspiel studierte, hatte ich so hohe Kosten, weil ich mein Studium selbst bezahlen musste. Und da habe ich mich dann für den Job als Doppelgängerin entschieden, um für all die Extrakosten aufzukommen. Wie die spanische Schönheit kommt auch der 45-jährige Michael Reich ohne viel Accessoires aus. Auch ohne Schminke und Kostüm des berühmten Scharlatans und Piratenkapitäns Jack Sparrow hat der Schauspieler verblüffende Ähnlichkeit mit Hollywoods Bad Boy Johnny Depp. Es reagiert nicht jeder gleich drauf. Es gibt Leute, die gucken einfach nur und gibt Leute, die fangen dann an zu tuscheln, zu kichern. Ah, guck mal, wie Johnny Depp. Und gibt auch Leute, die dann kommen und sagen, hey, hat ja schon einer gesagt, du siehst so aus wie Johnny Depp. Johnny Depp gehört seit Jahren zu den bestbezahlten Schauspielern der Welt. Dem berühmten Kollegen derart ähnlich zu sehen, war für den ausgebildeten Schauspieler Michael Reich nicht immer von Vorteil. Rollenangebote bleiben, auch aufgrund seines Aussehens, eher rar. Der Essener lebt deshalb von seinen Auftritten als Doppelgänger, egal ob auf kleinen Partys oder großen Filmsets. Dort habe ich dann halt ja auch Johnny Depp getroffen und kennengelernt. Das war dann, als unsere Szenen als Double zu Ende waren, hatten wir noch Zeit und ich saß dann irgendwann, also er saß dann schon in der Hotelbar und war am Trinken. Ich kam dann da auch runter und wollte mich nicht dazusetzen. Ja, das ist total blöd, setze ich nicht da einfach, dann ist Johnny Depp. Also habe ich mich dann einfach woanders hingesetzt. Der hatte mich dann aber wiedererkannt, gesehen, kam dann zu mir und hat dann halt gefragt, ey, du warst doch gerade hier einer von den Jack Sparrows. Und so kamen wir dann ins Gespräch.
Auf der Oldtimer-Messe in Nürnberg reiht sich eine antike Automobilrarität an die nächste. Zum alten Eisen auf dem Doppelgängermarkt zählt Klaus Löffler, der auf der Messe seinem Auftraggeber als Publikumsmagnet dient. Der 63-Jährige ist als Bud Spencer-Double längst Routinier. Begonnen hat es mit RTL hat Doppelgänger gesucht, meine Frau hat Bilder hingeschickt. Ich habe nichts gewusst davon, kam ein Brief an. Es wird doch nicht produziert, aber sie würde gerne die Bilder behalten. 14 Tage, drei Wochen später kam ein Brief von Bertelsmann, ob ich mir vorstellen könnte, für italienische Songs praktisch TV-Werbung zu machen. Noch nie vor der Kamera gestanden. Ich glaube es, ja, mache ich. Und da hat es praktisch dann begonnen. Und es ist schön, wenn man die Leute so beobachten kann. Manche schauen her, schauen weg und schauen aber dann gleich wieder zurück. Ja, ja, und seitdem verkörper ich das und mache meinen Job. Ähnlichkeit mit Carlo Pedersoli, wie Bud Spencer mit bürgerlichem Namen hieß, hat Klaus Löffler bereits als junger Mann. Er kennt sein Idol damals nur aus dem Kino. Dass er als Ebenbild des Weltstars selbst einmal Karriere machen würde, weiß er zu diesem Zeitpunkt nicht. Heute ist Bud Spencer aus dem Leben des Heidelberger Hünen nicht mehr wegzudenken. Das deutsche Pendant der italienischen Legende erfreut sich auch nach dessen Tod größter Beliebtheit. Wie in den 70er Jahren. Ja. Ja. Wie war der Film? Zwei wie Pech und Schwefel. Genau. Zumindest Menschen über 30 wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also ich kenne die ganzen Filme auch. Also das ist schon beeindruckend, wenn man ihn jetzt so sieht. Ne? Ja. Ne? Also finde ich schon super, super Double. Ja. Ja. Spencer live, wie er lebt, oder? Ja, und was verbindest du damit? Super Filme, super Autos, schöne Abende mit der Familie auf dem Sofa. Ein großer Star in Mittelfranken. Für sein Honorar ab 750 Euro schmeißt sich Klaus Löffler heute unermüdlich in Pose. Yeah, nochmal. Oh, Bud Spencer, das waren schöne Filme. Bud Spencer, Terence Hill, immer batsch, 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 batsch. Diese Ehrlichkeit war schön. Ich habe letzte Woche eine Frage in einem Workshop gehabt, welche historische Figur willst du mal treffen? Ganz Bud Spencer. Kein anderer, kein Jesus, kein Präsident, sondern Bud Spencer. Historisch. Von der historischen Dimension des gelernten Gärtners müssen andere Besucher erst noch überzeugt werden. Sollen wir ein Foto machen? Komm. Eigentlich wollte ich eher Popcorn. Was nochmal? Das kriegst du noch auch, komm. Oh, komm, das kriegst du noch. Ja? Weibliche Fans hat der rüstige Senior nach eigenen Angaben zur Genüge. Da bleibt privat kein Raum mehr für die Liebe. Partnerin kann man in dem Job keine haben, weil man ja dauernd auf Tour ist. Ich sage ein gutes Beispiel, ich war bei Autogrammstunde und dann sagt eine Dame, Mensch, jetzt würde ich gern tanzen. Ich bin hingegangen, habe mit ihr getanzt und das war so super. Und es kam dann bei mir auf Facebook, hat meine Partnerin gesehen und was war, drei Tage war der Haussegen schief, ja. Countdown in Filderstadt. Nur noch wenige Stunden verbleiben bis zum Auftritt von Kevin Muschinski. Der 23-Jährige soll heute bei der Goldenen Künstlergala als Künstler des Jahres in der Kategorie Doppelgänger ausgezeichnet werden. Kevins künstlerische Liebe gilt Andreas Gabalier, einem Schlagerbarden aus der Alpenrepublik Österreich. Ob der Sachse es dauerhaft beim Dubeln belässt oder irgendwann eine eigene Schlagerlaufbahn einschlagen wird, hat er noch nicht entschieden. Jetzt passt alles, jetzt ist man im Strom, jetzt ist man im Tunnel und jetzt ist alles gut. Jetzt nimmt man noch die letzten Eindrücke wahr, jetzt isst man noch ein bisschen, stärkt sie und dann geht's ab. Finanziell lohnt sich der Ausflug ins Showbusiness schon heute für Kevin. Deshalb tauscht er fast jedes Wochenende die heimische Couch gegen ein Hotelbett in der deutschen Provinz. Doch ganz zufrieden ist der Schlagersänger noch nicht. Ob man davon leben kann? Ich denke im Moment ja, aber, und das ist ein ganz, ganz großes Aber, es stellt sich immer die Frage, wie lang geht das Ganze noch? Das ist nun mal nicht endlich. Ich bin auch abhängig von einem anderen und das weiß ich. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich in der Hinterhand auch noch einen Job habe, einen soliden Job habe, der mich auch über Wasser hält. Freundin Stefanie ist, so oft es geht, mit vor Ort.
Die Auftritte machen es dem jungen Paar nicht einfach, Momente der Zweisamkeit zu finden. Dass ihr Freund jedes Wochenende von weiblichen Fans angehimmelt wird, macht es für Stefanie nicht einfacher. Ja, ich muss sagen, da habe ich wirklich Glück gehabt. Sie ist da wirklich ein lockerer Mensch. Sie geht da wirklich gut mit um. Ich kann mir das natürlich auch ins andere Extrem vorstellen, dass das nie so schön ist. Ich bin nur froh, dass ich sie habe und dass sie damit so locker umgeht und da so entspannt drauf ist und mir immer und immer wieder den Rücken stärkt und ja, zu mir steht. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Vertrauen ist wichtig und so funktioniert es auch. Nur noch wenige Augenblicke bis zum Auftritt. Kevin geht ein letztes Mal alle Utensilien durch. Von denen gibt es einige. Sie gleichen denen seines Vorbilds. Das ist ein Tiergeweih. Andreas Gabalier hat ja selber auch ein Geweih in der Hand, an dem dann das Mikrofon angebracht ist. Das Geweih ist mit roten karierten Tüchern umwickelt und ja, symbolisiert quasi noch so mehr diesen ja, steirischen Volksbauernburm, den Andreas Gabalier darstellt. Und ja, das ist so ein Stück Heimat, die er selber mitbringt und in die weite Welt trägt. Und ja, das gehört mir dazu. Und deswegen habe ich mir auch ja, eine Mini-Version davon besorgt und habe die quasi auch als Mikrofonhalter dabei. Begleitet wird der Senftenberger auf der Bühne fast immer von einer Sängerin und zwei Tänzerinnen. Ich bin schon gespannt, was jetzt gleich da passiert, ob es die Leute auch so mitreißt oder ob sie noch den Bräuler oder was auch immer im Magen haben. Wir werden sehen, was passiert. Ich freue mich drauf. Ich glaube, meine Mädels sind auch schon ganz scharf drauf und jetzt kann es auch gleich losgehen. Der Arbeitsalltag als Star-Double ist kein leichter. Selfies schießen, posieren, Hände schütteln. Bud Spencer-Doppelgänger Klaus Löffler verschmilzt mit seiner Rolle und scheint einige Messebesucher schwer zu verwirren, wenn nicht gar zu verstören. Ich weiß nicht mehr, was Leben und Tod ist, weil eigentlich sollte er tot sein, aber er lebt wieder. Und jetzt ist er in Deutschland und hat ein bisschen einen Bauchraum bekommen. Das ist ein Wunder. Ich kann mein Glück gar nicht fassen. Also, der Tod des echten Bud Spencer löste im Juni 2016 in seiner Fangemeinde große Bestürzung aus. Auch für Klaus Löffler war der Tod seines Idols ein Schock. Erst 3 Jahre zuvor hatte er Bud Spencer noch persönlich getroffen. Obwohl ich mit ihm nicht verwandt war, nicht, sondern nur ihn verkörpert, es war wie Vater. Es hat mir die Füße und den Boden weggezogen. Und ich habe auch bestimmt vier, fünf Tage gebraucht, bis er wieder normal war. Dann kamen natürlich die Telefonanrufe, jetzt ist das Geschäft vorbei. Nee, war also das Gegenteil. Ja. Bud Spencer wird durch ihn weiterleben, davon ist der 20 Jahre jüngere Löffler überzeugt. Im TV, auf Messen, auf Betriebsfeiern will er das Andenken des Weltstars bewahren. Chef, darf ich schnell stören? Wir gehen jetzt Kaffee trinken. Jawohl, gehen wir Kaffee trinken. Gut, ja. In einer Stunde wieder, ne? Okay. Stempelkarte dabei, ja. Gut, ja. Bis später. In der Mittagspause werden dem Mann, den sie Plattfuß und Mücke nannten, schließlich seine Grenzen aufgezeigt. Am Kaffeestand trifft italienisches Raubein auf deutsche Servicekultur. Avanti, avanti. Sagen Sie, dass der Maschine ist. Schneller geht's auch nicht. In den mehr als 20 Jahren als professioneller Doppelgänger hat Klaus Löffler schon einiges erlebt. Wie sein Vor- und Ebenbild nimmt auch der 63-Jährige nicht jeden Job an. Unmoralische Angebote lehnt er strikt ab. An Silvester hat mich jemand buchen möchten, war aber der Termin schon vergeben. Dann hat er Hochgebote bis zur vierfachen Gage. Und wisst ihr, wo das war? Im Swingerclub. Kann ich nicht machen. Da würde ich mein ganzes Geschäft kaputt machen. Dann habe ich auch gefragt, wie ich denn dorthin kommen soll. Dann hat er gesagt, als American Police nur Gürtel mit Pistole, mit Schlagstock. Und schon praktisch die Mütze noch und schon schnackt. Besonders stolz ist Löffler auf seine persönlichen Begegnungen mit Bud Spencer. Sein erstes Treffen mit dem Weltstar war jedoch wenig mondän. Das war praktisch ein Schwäbisch Gmünd, wo wir miteinander das Schwimmbad eingeweiht haben. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Und dann hat er gefragt, wo kommst du her, wie heißt du, hat mich vorgestellt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn er kommt, hol ihn ich aus der Limousine raus.
er ist dann raus, hat sich mit der linken Hand an die Tür festgehoben und hat mir mit der rechten Hand eine als Geste hier drauf gegeben. Dann habe ich geschnallt schnell und habe ihm wieder eine zurückgegeben. So, und dann hat er mir die linke Hand gestreckt, ich bin drunter und dann sind wir miteinander ins Rathaus. Und dieser Text war in 480 Tageszeitungen. Bud Spencer ging mit seinem Doppelgänger Klaus Löffler ins Rathaus von Schwäbisch Gmünd. Schon Wochen vor seinem Auftritt in Filderstadt proben Kevin Muschinski und die Candy Cats in Dresden. Nichts wollen sie an ihrem großen Abend dem Zufall überlassen. Diese Proben haben sie dokumentiert. Selbst den österreichischen Dialekt hat Kevin sich angeeignet. Kein leichtes Unterfangen für den jungen Sachsen. Ich habe einen guten Freund aus Österreich, der glücklicherweise auch dann eine Zeit lang hier war und der mir da geholfen hat, wo es ja doch ein paar Vokabeln gibt, die der Deutsche nie verwendet, aber Österreicher dann doch braucht. Und daher habe ich es da ein bisschen einfacher gehabt, habe es dann natürlich auch bei ihm abgeguckt und bin dann hier immer wieder bei YouTube auf die Videos gegangen und habe es mir das angeguckt, wie spricht er, was sagt er, wie spricht er was aus und versucht es natürlich auch mit meinem eigenen Touch da so ein bisschen voranzutreiben. Happy Hour, mitten in der Nacht. Sexy, alles tanzt, alles lacht. 40 Grad am Dancefloor. Hulabaloo, sagst du in mein Ohr. Es gibt ja von Andreas Cavalier ein sehr, sehr tiefgreifendes Lied, das nennt sich Amoy, sehen wir uns wieder. Das er ja damals für seine verstorbene Schwester und für seinen verstorbenen Vater hat geschrieben und gesungen. Und bei mir war das tatsächlich auch in der Zeit, in der das aufgekommen ist mit Andreas Cavalier. Und damals ist auch in der Zeit mein Papa verstorben. Und da habe ich das erste Mal so den Kontakt zu der Musik, gerade zu diesem Lied, gefunden. Showtime in Filderstadt. Die Halle ist ausverkauft und Kevin muss liefern. Im Publikum sitzen auch seine Mutter und die Oma. Beide sind extra aus Sachsen angereist, um dem großen Augenblick des Sprösslings beiwohnen zu können. So, viel Spaß, Madel. Hey. Erst die Mädels. Oh je. Einmal auf der Bühne hat Kevin Muschinski seinen Rhythmus gefunden. Nun ist er nicht mehr der Junge aus Sachsen, sondern Superstar Andreas Cavalier. Letztlich leben die ja von dem Original und verkörpern das halt nur. Besser oder schlechter, aber wie alle anderen im Prinzip auch. Also ich habe schon was, also Elvis Presley Imitator ist ja so das Thema. Da gibt es ja in Deutschland gefühlt 1500. Ne? Und da kenne ich drei wirklich sensationell gute. Ne? Aus München einer, aus dem Rheinland einer. Und die anderen, die wackeln halt mit dem Hintern und jaulen da so ein bisschen rum. Das muss man ehrlich sagen. Ich bleib da Kevin. Ich verkörpere da auch nur mich selber. Da ich das für nicht richtig finde und auch kein Mensch dafür bin, sowas auch noch nachzumachen auf der Bühne, indem ich vielleicht noch irgendwelche Körperhaltungen oder einen Gehstil oder eine bestimmte Gestik und Mimik von ihm übernehme, da bleibe ich schon ich selber und versuche meine Marke, mich selber quasi zu vermarkten und nach außen zu transportieren. In Nürnberg neigt sich der Arbeitstag von Bud Spencer-Double Klaus Löffler dem Ende zu. Auf den letzten Metern wird's noch mal schwer. So, und wie meinst du, dass ich jetzt da reinkomme? Bud Spencer habe ich am liebsten gesehen früher. Oder sehe ihn auch heute noch gern in Filmen. Wenn es Schelle gibt oder mit dem Vorschlaghammer Scheitel gezogen wird, liebe ich. Als Double auf der Messe ist Löffler zwar nicht als Prügelknabe in Aktion getreten, sein Auftraggeber ist trotzdem zufrieden.
Du brauchst ja Publicity am Stand, du brauchst Leute am Stand und durch solche Aktionen, auch mit Klaus, hast du natürlich automatisch Leute am Stand, erregst Aufmerksamkeit und das ist das, was wir wollten. Ne? Und das ist Mission erfüllt. Für Klaus Löffler geht ein 12-Stunden-Tag zu Ende. Bei einem Stundenlohn von rund 60 Euro liegt das Einkommen des Doppelgängers damit zwar deutlich unter der Gage seines berühmten Idols Bud Spencer, doch auch das Leben als Double hat seine angenehmen Seiten. Bei seinen Auftritten muss der Star sich um nichts kümmern, außer um sich selbst. Gute Verpflegung und eine schöne Unterkunft sind bei seinen Engagements inklusive. Das gab es zu seinen Zeiten als Gärtner nicht. Also ich bin normalerweise nicht für so Luxus, weil in den Bars, da spreche ich die Männer nur entweder von Geld, Autos und Frauen. Also die Erfahrung habe ich gemacht bei Hilton und ja, die Große halt, ja. Ich bin auch mit einem Kleinen zufrieden, kuschelig, schnuckelig muss es sein, sauber muss es sein. Auf sein Idol lässt Löffler nichts kommen. Im Gegensatz zu vielen anderen Prominenten hat sein Ebenbild Bud Spencer schließlich auch eine makellose Biografie. Wo ich mich glücklich schätzen kann, ist, dass ich in Deutschland keine Konkurrenz habe als Doppelgänger von Bud Spencer. Und wenn Bud Spencer Skandale gehabt hätte, würde das natürlich auch auf mein Doppelgänger-Dasein Auswirkungen haben. Aber durch das, dass er keine hat, er hat ja in der Ehe keine gehabt, ist mit der Frau über 50 Jahre zusammen, auch sonst keine Skandale gehabt. Und das zeichnet ihn praktisch auch aus. Ans Aufhören denkt Löffler derzeit nicht. Dafür steht er noch zu gern im Rampenlicht. Es wird bestimmt niemand geben, wo mich daran abbringt, das weiterzumachen, weiterzudubeln. Weil ich habe so viel Freunde und Erfolg. Und auch praktisch, mir werden praktisch immer wieder ganz tolle Kommentare geschrieben, Kat. Es ist schön, dass es dich gibt, dass Bud Spencer in dir weiterlebt. Ja? Und deswegen könnte ich das gar nicht. Ich möchte es auch nicht. In Babelsberg fühlen sich die Stars mehr und mehr in ihre Rollen hinein. Ich muss trinken, damit ihr auch die Rolle wirklich kennt. Bis zu 80 Auftritte absolviert Angelina Jolie-Double Lina Sands jedes Jahr. Gebucht wird sie weltweit. Der Job ist lukrativ. Wer die alleinerziehende Mutter auf seine Party lotsen will, muss dafür mindestens 1.000 Euro zahlen. Ich liebe Angelina Jolie als Schauspielerin. Ich bewundere ihr humanitäres Engagement in der Welt. Es sollte mehr Menschen geben wie sie. Sie ist unglaublich. Ich wollte nie wie jemand anders aussehen. Aber zumindest sehe ich aus wie jemand, den ich wirklich bewundere. Sie ist jemand, von dem man hofft, dass er einfach für immer lebt. Das Model nimmt seine Rolle durchaus ernst. Und es wird ernst genommen. Kaum jemand, der sich kein Foto mit der hübschen Katalanin wünscht. Bei so viel Andrang kann selbst ein kurzer Gang viel Zeit in Anspruch nehmen. Am späten Nachmittag steht eine Parade durch den ostdeutschen Filmpark auf dem Programm. Daniel Craig-Double Martin Langanke wird mit maximal 20 Auftritten im Jahr weit seltener gebucht als seine Kollegen. Umso mehr genießt er die Aufmerksamkeit. Ich finde es wirklich toll, dass die Leute mich anquatschen, echt. Weil es ist so der kurze Moment von der Illusion, wo ich ihnen schenke eigentlich. Das ist das, was mir genau die Befriedigung gibt. Aber nur die paar Sekunden, bis ihr dann irgendwo merkt, ah nee, ne, das ist er ja gar nicht. Gell? Das ist das Ding. Das macht irgendwo Spaß. Sich einmal von einem Star bedienen lassen. In Potsdam wird dieser Wunsch für die Angestellten eines Mobilfunkdienstleisters Wirklichkeit. Eben noch waren die Doubles die Stars, nun fungieren sie als Türöffner. Jürgen Tebbe ist Mitinhaber der Doppelgängeragentur. Nicht jeder wird bei ihm Klient. Man verkauft dem Gast eine Illusion, ist eine gewisse Art, man ist ein Magier auf der Bühne. Egal ob Jolie, Clooney, Craig oder Depp. Verzaubern konnten sie heute alle, auch wenn die Originale gar nicht anwesend waren. In Filderstadt hat Kevin Muschinski seine Mutter im Publikum entdeckt.
Sie näht ihm Woche für Woche die kleinen karierten Tücher, wie auch das Vorbild Andreas Gavalier bei seinen Auftritten trägt. Kevin Muschinski liebt das Bad in der Menge und die Menge liebt ihn. Der Preis zum Künstler des Jahres in der Kategorie Doppelgänger scheint ihm sicher. Auch die Damen auf der Bühne sind vom Auftritt überzeugt. Jeder Auftritt hat natürlich immer so was Besonderes. Die Leute sind anders, die Bühne ist anders. Heute war es natürlich total schön, weil wir hatten total viel Platz. Und ich bin heute auch mit den Candy Cats so zum ersten Mal auf der Bühne gewesen. Und doch, es war total schön. Auf diesen Moment hat Kevin Muschinski lange gewartet. Er wird offiziell als Künstler ausgezeichnet. So machen wir es. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Und danke dir. Ja, super. Wir gucken in die Kamera. Für die Candy Cats ist die Auszeichnung ein Erfolg des ganzen Teams. Natürlich ist es super, wenn er den Preis gewinnt und wir so Teil von ihm dann sind. Also dass wir das auch mit erarbeitet haben und er natürlich im Mittelpunkt steht, aber wir mit ihm das Ding jetzt gewonnen haben. Auch wenn der gewonnene Preis vor allem aus Ruhm und Ehre besteht, für Kevin hätte der Abend nicht besser laufen können. Das erste Mal tupfen, das war so schweißtreibend da oben, das war ja unglaublich. Ja, ich würde sagen, die Leute haben gut mitgemacht, ich habe alles gegeben, was so ging. Mehr ging einfach nie in den zwei Titeln, aber ich glaube, das hat den Leuten gefallen. Ich bin stolz, dass wir das hier zu viert heute gerockt haben und dass die Mädels so gut waren. Ich habe es leider nie so viel mitbekommen, aber ich glaube, die haben ihren Job richtig gut gemacht und sind auch ein Teil, dass wir das jetzt hier auch hinbekommen haben und hier heute bekommen haben. Danke dafür an euch an erster Stelle. Ja, und jetzt können wir feiern. Regional ist die Goldene Künstlergala auch nach über 20 Jahren noch von großer Bedeutung. Künstler aus ganz Deutschland standen heute hier auf der Bühne. Doch kaum einer kam so gut an wie Kevin Muschinski aus Senftenberg. Nicht nur die örtliche Presse ist begeistert, auch Veranstalter Dull ist mit der Wahl mehr als zufrieden. Also ich war überrascht. Also ich muss sagen, wenn ich nicht wusste, dass da nicht der Originale ist, also wirklich, also deswegen hat er den Preis verdient. Double Show des Jahres, Kevin. Ja. Heute Nacht wird gefeiert. Doch schon morgen treten Kevin Muschinski und die Candy Cats ihre Heimreise nach Ostdeutschland an. Mit im Gepäck die Musik des berühmten Doppelgängers, von dem Kevin sich nichts sehnlicher wünscht, als ihn endlich einmal persönlich kennenzulernen.